wenn die Leute 18 werden und erwachsen, dann ist das ein Grund zum großen Feiern. In Familien mit einem behinderten Kind ist das häufig ein Grund großer Sorge, weil man weiß, jetzt wird es alles noch schwieriger und es gibt gar keine Angebote, die Familien entlasten und die den Menschen helfen, sich zu emanzipieren von den Eltern und ein eigenes Leben zu gestalten. Wir zeigen in den Videos diese Situation, die Eltern melden sich selbst, das ist die Realität im Elternverein. Wir sind am Limit, weil wir gar nicht mehr so richtig wissen, wie sich Feierabend anfühlt. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, übernehme ich die Pflege meines Sohnes rund um die Uhr 24/7. Aktuell belastet mich allerdings am meisten die Perspektivlosigkeit. Unser Sohn wird im Sommer die Schule verlassen und trotz intensiver Suche haben wir bislang keinen Platz für ihn in einer Tagesförderung gefunden, also keine Anschlussbeschäftigung, denn in Hamburg gibt es davon viel zu wenige Plätze. Das heißt, er wird demnächst rund um die Uhr zu Hause sein und wir wissen als Eltern überhaupt nicht, wie wir das schaffen sollen, ganz zu schweigen davon, wie frustrierend das für unseren Sohn sein wird.